Jahren. Ich bin 27 Jahre alt und spiele für den SV Kaiserzell. Ja, das hat schon früh angefangen bei mir. Also meine Eltern erzählen mir, dass ich wohl schon mit 6 Jahren mit Fußballspielen anfangen wollte. Und dann haben sie mich davon auch nicht abgehalten. Und dann bin ich direkt mal damals noch beim SV Germania Mürst ins Jugendtraining gegangen, bei der F-Jugend. Und dann war der Trainer schon gleich ein bisschen angetan. Dann wurde der Pass fertig gemacht und so kam ich eigentlich zum Fußball. Also da habe ich auch die komplette Jugend gespielt. Bis zur C-Jugend mit 16 Jahren bin ich dann nach Kaiserzell gewechselt, weil man da dann damals einfach nicht mehr bei den Jungs mitspielen durfte. Ja, wie sehe ich meine Rolle in Kaiserzell? Also dadurch, dass ich jetzt schon einige Jahre dort im Verein aktiv bin und schon auch so ein bisschen die Hintergründe kenne, würde ich sagen, bin ich da jetzt schon eine wichtige Spielerin auch. Auch für die jüngeren Spielerinnen, die hochkommen, ich gehöre jetzt zu den Ältesten, sieht man dann doch immer, wie sie zu einem hochgucken oder versuchen, irgendwie sich was abzugucken oder vielleicht auch ein bisschen ehrgeiziger zu sein als man selbst. Sie ist super ausgebildet, ist eine gute Technikerin, taktisch gut ausgebildet. Läuferisch bringt sie sich immer wieder auf einen guten Stand, sodass sie in der Lage ist, voranzugehen, eine Kämpfernatur auf dem Platz ist, zweikampfstark ist, hat die Saison auch schon zweimal unter Beweis gestellt, dass sie gute Freistöße schießen kann, gegen Rückers den entscheidenden 2-1-Siegtreffer gemacht, schießt gute Standards, hat die Saison auch schon viele Vorlagen gegeben, also in der Summe eine ganz, ganz wichtige Spielerin für den Trainer und verlängerter Arm als Kapitänin auf dem Platz. Ja, ich finde, dass wir mit dem Stefan Fröhlig im Moment uns keinen besseren Trainer vorstellen können. Das, was ihn auszeichnet oder wo er viel Wert drauf legt, ist einmal die körperliche Fitness, Taktik und das Spielerische, dass das immer wieder weiterentwickelt wird bei uns und das kommt uns einfach zugute. Das hat uns letztes Jahr schon zur Meisterschaft geholfen. Also, dass wir jetzt auch wieder in der kommenden Saison die Herbstmeisterschaft im Grunde feiern können, da haben wir vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet, weil wir doch im Sommer ein paar schmerzliche Abgänge hatten. Also ich fand das jetzt in der Saison absolut verständlich, dass wir gesagt haben, dass wir nicht den Aufstieg wagen. Gerade auch in dem Hinblick, dass wir wussten, dass wir Abgänge zu verkraften haben werden. Aber jetzt, da wir wieder oben spielen, denke ich, wäre das die logische Schlussfolgerung, wenn im Sommer die Meisterschaft wieder da wäre, dass wir dann auch aufsteigen in die Regionalliga. Ja, also insgesamt hat sich der Frauenfußball in den letzten Jahren ja weiterentwickelt und das sieht man halt auch einfach hier in der Region. Also auch in der Jugendarbeit, wir haben jetzt mit der TSG Lütte eine zweite Mädchenmannschaft, die Hessenliga spielt. Und auch in den Damenbereichen sieht man, dass jeder Verein da irgendwie gewillt ist, auch die Damenabteilung weiterhin zu fördern oder weiterzuentwickeln. Und das finde ich ist ein schöner Verlauf, den man über die Jahre beobachten konnte. Auch, dass es insgesamt in der Öffentlichkeit immer mehr an Ansehen gewonnen hat und nicht mehr nur so belächelt wird, sondern dann, wenn mal Freunde oder einfach die Zuschauer am Feld stehen, dass dann nachher auch mal eine positive Rückmeldung kommt, dass sie dann irgendwo auch überrascht sind, wie der Ball doch laufen kann und so. Also insgesamt finde ich schade, dass der Damenfußball immer noch so ein bisschen im Schatten steht im Vergleich zum Herrenfußball. Auch wenn man sieht, was wir auch für einen zeitlichen Aufwand haben oder dass die Mädels oder wir insgesamt häufig noch was mitbringen in die Vereine, ist es auf jeden Fall schade. Aber gut, damit muss man wohl leben, wenn man so im Damenfußball tätig ist. Aber trotzdem haben wir ja Spaß an der Sache und leben von der Gemeinschaft innerhalb des Teams und deswegen können wir das schon ab. Also insgesamt finde ich es halt schön, wenn irgendwelche, also wie jetzt von der Torgranate oder so, immer mal wieder was Positives über uns berichtet. Das kommt ja auch uns immer wieder zugute, dass dann einfach der Frauenfußball nicht in Vergessenheit gerät. Und wenn das weiter betrieben wird, das würde uns auf jeden Fall schon weiterhelfen. Also wenn ich in letzter Zeit gefragt wurde, wie lange ich noch selber spielen will, ist für mich eigentlich ganz klar, solange ich mit den Mädels mithalten kann und mit Spaß bei der Sache bin, ist für mich noch kein Karriereende in Sicht. Und wie wir es eben schon angesprochen hatten, also jetzt erstmal wieder die Saison erfolgreich zu Ende bringen, bestenfalls mit der Meisterschaft und dann kann ich mir auch ohne weiteres vorstellen, nochmal 1 oder 2 Jahre Regionalliga zu kicken. Ja, also längerfristig sehe ich meine Zukunft schon irgendwo im Trainerbereich. Dass das jetzt im Frühjahr so schnell ging, hatte ich eigentlich nicht mitgerechnet. Ich bin da eher so ein bisschen reingeschlittert, weil der vorherige Trainer ja abhanden gekommen war bei unseren Mädels. Und ja, dann hat es mir aber Spaß gemacht und dann habe ich halt zugesagt, auch weil der Stefan mir seine Unterstützung halt zugesichert hatte. Das ist natürlich schon eine große Belastung, weil ich jetzt auch von der Schule her unter der Woche eigentlich nicht da bin. Und wenn man dann erst selber Trainerin ist und dann quasi rumswitcht ins eigene Training, muss man das auch erstmal wieder ablegen oder sich dann wieder auf die eigene Sache konzentrieren. Aber meistens wird man auch dadurch belohnt, einmal im Damenbereich, wenn dann Samstag der Sieg auf dem Papier steht oder dann auch sonntags, wenn die Mädels einfach positive Rückmeldungen geben oder der aufgeweckte Haufen einen dann ein bisschen ablenkt oder das dann einfach Spaß macht. Du willst nichts von Torgranate TV verpassen? Dann abonniere unseren Kanal.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und klicke für noch mehr osthessischen Fußball auf die Videoboxen.